Anforderungen und die Nutzungen an den öffentlichen Raum und im öffentlichen Raum steigen. Der öffentliche Raum war und ist immer ein politischer Ort mit einem ganz breiten Spektrum an den verschiedensten Aktivitäten. Und in Berlin verläuft die Aneignung auf unterschiedlichste Weise. Informell, kreativ, kommerziell, in jedem Falle von Jahr zu Jahr intensiver. Und die Stadt, die über Jahrhunderte gewachsen ist, auch in den Nutzungen gewachsen ist, unterliegt einem immer rascheren Wandel. Und wir werden den öffentlichen Raum auf diesen Wandel einstellen müssen. Und der Umgang mit diesen Anforderungen erfordert dann eine stadtgesellschaftliche, eine stadtpolitische Debatte. We are facing a paradigm shift also when it comes to how we are going to view the city, how we're going to plan for the future. And we are moving away from this 60s or you could say modernistic systems way of thinking about the city to a much more holistic, integrated way of planning our city where quality of life for citizens are in the very core, in the very center of our debate. I would challenge the German cities and also Berlin to think much more about livability. How does our cities become fantastic places to live, to work, to transport ourselves on a day-to-day basis? And how does these cities become resilient in order to adapt to the changes to go into the future? Ich glaube, wir müssen zum einen uns überlegen, wie wir Räume tatsächlich nutzen, wer sie nutzt und dass wir nicht in Irrtümer verfallen. Also Sie jetzt sagen, früher hat sich die Stadt irgendwie am Auto orientiert und jetzt orientiert sie sich am Fahrrad. Ich glaube, die Stadt sollte sich an den Menschen orientieren, die darin leben und darauf Rücksicht nehmen und die als Maßstab nehmen und nicht an irgendwelchen Fahrzeugen. Wenn ich daran denke, dass Urban Gardening stattfindet, wo immer nur irgendwas wächst, ja, dann finde ich schon, ist es diese Rückeroberung des offenen Raums und das ist bei Weitem nicht kommerzialisiert. Und im Mauerpark oder auch in Arkenberge und wo auch immer wird öffentlicher Raum übrigens teilweise entkommerzialisiert genutzt einfach tatsächlich zu unserem Leidwesen manchmal, weil die quasi Regeln, die aber auch zu so einer intensiven Nutzung nötig sind, die werden dann nicht immer eingehalten. Ob es allgemein zielführend ist, ich habe ja vorhin schon mit den Zielgruppen versucht, das anzudeuten. Ob wir jetzt auf jedem Platz für jeden ein Eckchen reservieren sollten, das weiß ich nicht, ob das wirklich zielführend ist, sondern es geht immer darum, neu auszuhandeln. Der öffentliche Raum ist nie ausverhandelt und selbst wenn man das Gefühl hat, dass man wie am Helmholtzplatz den Kompromiss gefunden hat, 5 Jahre, 10 Jahre später steht das Thema wieder an. Das ist normal und das ist normal, dass es eben nicht fertig ist und damit müssen wir im öffentlichen Raum leben. Diesen Prozess zu steuern und diesen Prozess zu gestalten und tatsächlich das als Gemeinschaftsaufgabe zu begreifen, gemeinsame Werte zu entwickeln und dann mit so einem Prozess reinzugehen, das erfordert natürlich für uns auch eine Veränderung von Politik, Verständnis von Politikstilen und das ist eine Aufforderung, da müssen wir, glaube ich, auch ran, solche Prozesse auch mitzugestalten und dann auch, wenn ein Ergebnis ist, dann auch die Kraft haben, das auch gegen Widerstände dann durchzusetzen, wenn wir das Gefühl haben, wir haben das gemeinsam entwickelt und da brauchen wir natürlich auch die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Eine Stadt, die wächst, gerät unter enormen Druck und Druck in mehrerlei Hinsicht. Einerseits kam mir die Aussage, verändern zwar den Modal Split, aber der Verkehr nimmt zu. Das heißt, wir haben wesentlich mehr Fahrzeuge in der Straße, obwohl sich Modal Split verändert hat. Und so gibt es viele Dinge, mit der eine Stadt mitunter überfordert ist. Hat auch viel mit Finanzen zu tun. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, alles so zu gestalten, wie wir das wollen.
Wir haben mittlerweile auch eine Stadtgesellschaft, die nicht mehr gleich tickt, sondern unterschiedliche Interessen zusammenkommen, was auch sehr viel damit zu tun hat, dass Städte Zuwanderung auch generieren und ganz unterschiedliche Gruppen in eine Stadt hineinkommen mit ganz unterschiedlichen Anforderungen, von denen wir ganz wenig nur wissen in all dem. Alle Gruppen wollen sehr viel mehr Raum, privaten Raum wie öffentlichen Raum. Mehr privater Raum frisst öffentlichen Raum. Ja? Also ich glaube, die Tendenz, die wir gegenwärtig haben, dass Leute öffentliches Leben suchen, weil sie die Isolation fürchten und weil sie die Möglichkeit haben, Stadträume als Kontaktzonen zu haben, die müssen wir unbedingt fördern. Und ich will noch mal zum Abschluss meines Statements ein bisschen die Lanze dafür brechen, dass wir immer auch von der Gesamtheit einer Platzanlage, eines Straßenraums, von der ästhetischen Qualität, der Gebrauchsqualität reden und nicht nur über die Blindenstreifen, über die abgesenkten Bordsteine, über die richtig proportionierten Fahrradwege, die genügenden Parkraum. Wir haben ein sehr, sehr funktionalistisches Strukturapparatur in den öffentlichen Verwaltungen normalerweise. Und die Frage, wie ein Ort, welche emotionale Qualität er hat, wie er atmosphärisch wirkt, wie er als Gesamtes wirkt, wie er auch am Ende ein schöner Ort sein kann, das ist ein Thema, für die, das wir nicht ganz vergessen sollten bei diesen Diskussionen. Und das kommt manchmal auch in diesen sehr segmentierten Diskussionen zu kurz. Und Atmosphäre, Emotionalität im öffentlichen Raum ist ein ganz wichtiges Thema. Ich fand das, wie gesagt, eine spannende Diskussion. Zusammenfassend möchte ich aber noch mal sagen, wir diskutieren das Wachstum Berlins für mich viel zu oft als Problem. Ehrlich gesagt, wir können glücklich sein, dass Berlin wächst. Das ist ein Geschenk für unsere Stadt. Und wir müssen damit umzugehen lernen. Aber eigentlich können wir diese frohe Botschaft hinaustragen. Glücklich ist Berlin, dass es wächst.